willkommen zu einem neuen Video von Basteltown. Ich grinse mir hier schmerzhaft einen ab, aber egal, ist mein Rücken, deswegen diese Woche kein Bauvideo, aber wir hatten in den letzten News ein paar Fragen. Und zwar ist meine Fräse auch mit dabei bei dem Kopierhülsenset mit der Adapterplatte für die Oberfräsen. Will ich mal kurz drauf eingehen. Ich werde das jetzt einfach mal hinlegen, gut abfilmen. Ihr drückt dann Pause und könnt euch ja eure Fräse raussuchen, ob die dabei ist. Ja, das Video dazu verlinke ich euch hier oben links, war ja eher ein etwas längeres Erklärvideo von dem Produkt und auch, wie ihr in dem Video sehen werdet, einer hat kommentiert, weil ich gesagt habe, meine Fräse passt da, dann hat sie nicht gepasst. Sorry, aber meine Makita-Fräse hat an den Pantograph gepasst, aber da nicht. Die Perles passt da allerdings, eure eventuell auch. Und wie ihr in dem Video seht, zeige ich euch, was ihr machen müsst, wenn eure Fräse nicht drauf passt, weil das ist ganz einfach. Das ist Grundschulkönnen, sage ich jetzt mal, um die Adapterplatte an eure Fräse anzupassen. Ja, dann kommt mein Mirka-Schleifer wieder ins Rattern, lautes Rattern. Was mich stört, da gibt es auch ein Video hier, wie ihr das repariert und wie ihr den aufkriegt, woran das liegt. Verlinke ich euch hier. Meiner macht das jetzt wieder, heißt mein Sekundenkleber hat nicht gehalten. Hier drin ist ein Schraubenmechanismus, also ein Gewinde mit einer mit einem Schraubring aus Alu, glaube ich jetzt. Und den habe ich versucht zu kleben. Der hat sich wahrscheinlich wieder gelöst, deswegen rattert der laut beim Schleifen. Hast du das auch? Schau dir unbedingt das Video da oben an. Da zeige ich es dir. Aber ich werde jetzt wahrscheinlich den Ring anziehen, durchbohren. Dann kommt hier zwar was raus, aber da setze ich dann einen Stift rein und dann rattert das Ding nicht mehr weg. Irgendwie habe ich gerade den Faden verloren, glaube ich. Mit dem Mirka-Schleifer. Habe ich erzählt, dass ich den Schlüssel verloren habe? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Was heißt verloren? Er liegt eigentlich immer hier drin. Er ist weg. Ich habe die ganze Werkstatt durchgesucht, 39 Fächer und Schubladen, er ist weg. Muss ich mal gucken, ob man den bestellen kann. Naja, wenn es läuft, dann läuft es halt mal richtig, ne? Kommen wir jetzt mal kurz in die Stahlbauecke. Diese Schraubzwingen kann man auch für Holz benutzen, aber die kennt ihr eigentlich schon. Die sind ja neu auf dem Markt mit dem Gewinde, also die gibt es schon eine Weile, mit dem abklappbaren Griff. Da kriegt ihr echt Power drauf. Und nicht nur für diese Schraubzwingen wurde etwas gebaut von Bessie, sondern auch für, also passt an andere auch dran. Und jetzt passt auf, VAD für das Stahlbau, voll geil. Ich habe allerdings noch eine kleine Verbesserungsmöglichkeit und was Arbeitskollegen von mir schon gesagt haben, wenn ihr Fallenhartschweißer seid oder halt elektrisch mit Brutzel, nicht WIG, autogen wahrscheinlich auch nicht, aber bei WIG-Schweißen funktioniert das mit Sicherheit sehr gut zum Heften, weil, ich sag's mal, dieser Alukörper, wenn ihr da wirklich dickes Rohr schweißt, dann könnte sein, dass die Schweißperlen, die da entstehen von der Schlacke und so, dass die da das Zeug irgendwann mal, ja, wenn es an die richtige Stelle fällt, läuft es nicht mehr. Aber ich zeige euch, was das ist. VAD kostet zwar ein Fuffi, ein bisschen drüber, aber wie ihr gesehen habt, ups, ihr könnt das auf die Zwingen machen und auch einstellen. Auch hier seid ihr variabel. Ja, wozu braucht man das? Ich zeige es euch, aber erst erkläre ich euch noch einen Punkt. Ich persönlich würde hier eine kleine Aussparung reinmachen, denn
ihr seht es gleich, je kleiner das Vierkantrohr oder ihr könnt auch rundes Rohr einspannen, umso blöder ist es nachher zum Heften, wenn ihr ziemlich schmales Material habt. Aber ich finde die echt cool. Wir stellen uns jetzt einfach vor, wir haben dieses Stahl, wollen das zusammenbringen. Wir nehmen die jetzt einfach, setzen die an. Hoffentlich stelle ich mich jetzt nicht blond an. So, anziehen. Ja, das Ding ist jetzt echt bombenfest. Ich mag die jetzt schon. Und das Problem, was ich euch gerade gesagt habe, ich würde hier die Backen aussparen. Einfach nur, weil das ist jetzt 2x2, bin ich der Meinung. 25x25 Vierkantstahl. Da habt ihr hier echt ein Problem zum Heften. Ne? Heißt, ich würde hier aussparen, dann kann man die Ecken heften, zwei Stück, reicht meistens. Oder ihr löst dann nochmal, dreht um 90 Grad und heftet nochmal. Aber ja, bei großen drei, oder ich würde sagen, ja, ab drei, vier, dreieinhalb Zentimeter starken Vierkantstahl geht es. Aber ich werde mir hier aussparen. Einfach. Und dann passt das. Auf jeden Fall, also ihr müsst nicht diese zwingen haben mit dem Knickhebel. Ist aber für einen Stahlbau echt cool, weil ihr da echt Power drauf kriegt. Also um die 50 € kostet so ein VAD. Ich würde sagen, eins reicht. Im Gewerbe natürlich nicht, da brauchst du wahrscheinlich mehr. Aber wenn du, wie viel schweißt man schon als Heimwerker? Nicht so viel. Aber die Dinger sind echt praktisch. Gefallen mir. Natürlich könnt ihr die auch im Holzbereich anwenden. Bis zu 60 Grad machen die beidseitig. Ne? Also, kleiner Tipp von mir für den, der es braucht, den, wo es nicht interessiert, nicht meckern. Man kann nicht alles haben im Leben. Manchmal, ja. Ja, und dann sind die Lackdosen da fürs Bessiquat. Also einmal schwarz, einmal rot und einmal Grundierung. Jetzt meine Frage. Ich könnte auch ein YouTube-Video angucken, aber ich frage jetzt euch, wenn erfahrene Leute dabei sind, Grundierung, klar, Metall fettfrei machen, rostfrei, soll ich das dann auch schleifen oder kann man das einfach so drauf sprühen? Und ja, mal so eine Frage nebenbei an die Fachleute. Bin ich mal gespannt, was ihr so kommentiert. Natürlich gab es die Dosen nicht umsonst, aber ja, also die habe ich gekauft. Die habe ich nicht gestellt bekommen. Ne? Also 18 Dosen, könnt ihr euch ausrechnen, was das kostet. Ja, und wie ein paar von euch wissen, vielleicht, ich habe da ja eine Bohrmaschine. Das Licht geht noch, der Laser geht nicht mehr und die Drehzahlanzeige. Das heißt, wir werden jetzt das Ding aufmachen und reingucken, woran das liegt. Auf jeden Fall Stecker ziehen und dann hoffe ich mal, dass ich vielleicht irgendwo ein Problem finde. Ja, wie ihr sehen könnt, es riecht elektrisch, aber ich sehe hier keinen Fehler, woran das jetzt liegen könnte oder was anders ist. Die Stecker sind alle drin. Kann sein, dass einfach die Platine jetzt kaputt ist. Oder irgendwie. Ich glaube, ich schaue jetzt mal schnell oben rein. Vielleicht ist da irgendwas gewesen, weil die Kabel gehen ja oben rein und dann vorne ans Gehäuse. Und eventuell haben wir da ein Problem. Also, bis gleich. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich sag mal gar nichts, außer dass die Platine keinen Strom mehr bekommt. Die Lampe ist direkt am Strom angeschlossen, über einen Schalter hier drin. Die
Der Laser und die Drehzahlregelung geht über die Platine und die bekommt keinen Strom mehr. Und wenn die keinen Strom mehr bekommt, dann geht da auch nichts mehr. Wobei, ich weiß jetzt nicht, ob sie keinen Strom bekommt, besser gesagt, oder ob die Platine einfach am Arsch ist. Ja, muss ich mal das Messgerät von meinem Vermieter ausleihen und reintesten. Der ist ja Elektriker, der hat was Gescheites. Und ja, mal gucken, wenn die Platine kaputt ist, dann ist sie kaputt, dann ist es halt so. Aber ja, sollte eigentlich nicht passieren, weil so oft war die nicht im Einsatz. Und ja, keine Ahnung. Ist jetzt halt so. Wer hat auch das Problem? Kommentiert mal. Und kommt jetzt bitte nicht mit selber schuld, wenn man Billigwerkzeug kauft. Der Mirka ist kein Billigscheiß. Der Mirka-Schleifer ist in der Industrie, Autoindustrie vor allem, sehr, sehr verbreitet und macht seinen Job. Klar, wie bei jedem Produkt gibt es Montagsprodukte, aber ja, jedes hat mal irgendwo einen Fehler, weil, sind wir mal ganz ehrlich, Flugzeuge stürzen auch ab. Ne? Obwohl die den größten Sicherheitsstandard der Welt haben und trotzdem passiert es. Aus technischen Gründen, auch aus menschlichen Gründen, aber auch aus technischen Gründen. Und ja, also, ne? Komfort brauchen wir jetzt nicht auf den Firmen rumreiten. Ja, irgendwann gibt es mal Defekte, aber Passgenauigkeit sollte halt schon sein, irgendwie. Aber das mit dem Mückerschleifer regt mich schon auf. Aber so ist es halt. Ja, dann könnt ihr ja auch mal in die Kommentare reinschreiben, mit welchen Maschinen ihr schon Probleme habt. Vielleicht häuft sich ja unten in den Kommentaren eins. Und ansonsten war's das jetzt mit den News. Und wir werden uns im nächsten Video wiedersehen. Nächste Woche definitiv. Kommen zwei Videos. Und dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Restliches Wochenende und viel Spaß bei dem, was ihr macht. Die Werkzeuge aus diesen News verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen und ciao.